Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für die 47. Kalenderwoche, der Woche, die am 20. November beginnt und bis zum 26. November geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond, aufsteigenden Mond und so verdichten sich die Energien. Das ist auch schon das zweite Quartal. Huh. Und lieber Wassermann, ich bin schon sehr gespannt, wie deine Woche werden wird. Und mit welchen Energien deine Woche einhergeht. Schauen wir mal. Ja, natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und die Hauptlegung mache ich mit dem Crowley Deck. Wie immer. Und wir schauen mal, lieber Wassermann, wie deine Woche werden wird. Jetzt brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel und können dann anfangen. Okay, was haben wir hier? Der Turm. Okay. Okay, eine große Veränderung kommt in dieser Woche auf dich zu. Es könnte sein, dass du diese Veränderung selbst herbeirufst, ne? Dass es auch für dich so eine Art Befreiungsschlag sein könnte. Gerade wenn du dich schon länger in einer Situation befindest, die sich für dich bedrückend anfühlt, ne? Irgendwie einengend, könnte das eine sehr gute Gelegenheit für dich sein, also dass du hier eine Möglichkeit siehst, dich daraus zu befreien, ne? Und dies auch sehr plötzlich, sehr radikal beschließt. Es ist einfach auch eine sehr gute Zeit, um Strukturen in deinem Leben zu ändern und dein Leben einmal auf den Kopf zu stellen, ne? Du könntest hier wirklich etwas an deinen Lebensgewohnheiten ändern, an deinen Lebensumständen. Vielleicht entschließt du dich aber auch zu etwas Radikalerem, ne? Also zum Beispiel möchtest du deine Wohnung verändern oder also den Wohnort auch. Oder du kündigst deinen Job, ne, suchst dir einen anderen Job. Also so einschneidende Veränderungen können das sein. Auch wenn das mit einer gewissen Anstrengung einhergeht, ne? Man muss ja auch für eine Veränderung viel tun oder erst auch irgendwie ja etwas auf sich lasten zuerst, ne? Also zuerst ist es vielleicht eine Überwindung, aber sobald diese Veränderung eingetreten ist, wirst du dich sicherlich sehr befreit und entlastet fühlen, ne? Das könnte halt schon sich sehr loslösend für dich anfühlen, ne? Dass du hier eine Struktur auch zerstören oder loslassen kannst, ne? Also dass etwas in sich zerfällt, was dich in deinem Potenzial immer zurückgehalten hat, ne? Oder jetzt schon längere Zeit. Also es ist eine spannende Woche. Und womit geht das einher? Ach ja, hier die vier der Schwerter. Deutet darauf hin, dass du ziemlich genau weißt, was du tust und mental, ne? Auf geistiger Ebene voll und ganz die Ruhe bewahrst und hier eben einfach sehr gute Entscheidungen triffst aus dieser Energie heraus. Dass egal, was da kommt, du nicht aus der Ruhe zu bringen scheinst, ne? Also du bleibst hier gelassen und verfolgst deine Agenda, könnte man sagen. Die vier der Schwerter fördert auch deine Kommunikation, ne? Sodass du auch ja, wenn hier andere Personen an dieser Veränderung beteiligt sind, kannst du hier diesbezüglich sehr gut kommunizieren, dass diese Menschen erklären, verständlich machen, deine Motive auch offenlegen und hier auch für Harmonie schaffen, für Harmonie sorgen, für Problemlösungen sorgen, ne? Du wirst auch ein gutes Händchen dafür haben, wann ein Kompromiss notwendig ist. Die Gefahr liegt hier schon ein bisschen, dass man vielleicht zu schnell Kompromisse eingeht, ne? Dass man einige Probleme, die in dieser Energie an die Oberfläche drängen, auch zu schnell harmonisiert, so ein bisschen
um der Harmonie willen. Ne? Die Gefahr besteht, aber manchmal ist das einfach doch sehr nützlich, das zu tun. Ne? Also es sollte nicht hier so ausarten mit den Kompromissen, aber es ist auch im Grunde nicht verkehrt, mal einen Kompromiss einzugehen. Gepaart ist in diese Energie mit der Kaiserin. Und das ist ein sehr schöner, also das deutet auf einen sehr schönen Wachstumsprozess in deinem Leben hin. Ein Wachstumsprozess, der sich jetzt in dieser Woche für dich sehr vorteilhaft auswirken wird. Also du bekommst hier Lohn quasi für deinen geleisteten Einsatz und die Beziehungen in deinem Leben werden vertrauter, werden verbindlicher und schenken dir ein Umfeld von familiärer Geborgenheit, ne? Eine Geborgenheit, auf der du dich auch ein wenig erholen und treiben lassen kannst. Und hier wirklich auch Erfüllung findest, ne? Warmherzigkeit, Verständnis und einfach ein sehr harmonisches Umfeld. Vielleicht wirkt sich diese Energie auch finanziell positiv aus, sodass etwas, wofür du dich in der letzten Zeit eingesetzt hast, jetzt mehr finanziellen Gewinn ja ausschüttet, ne? Hier wächst etwas heran, ne? Hier blüht etwas auf und ein Aspekt in deinem Leben könnte förmlich florieren in dieser Woche, ne? Ohne dein Zutun, denn du hast den entsprechenden Wachstumsprozess schon längst ja angestoßen. Und angesichts der Veränderungen, die du hier einleiten wirst, ist es für dich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer wieder Ruhe zu finden, ne? Entspannung zu finden, Entspannung zu suchen und einfach entspannt zu bleiben, ne? Ja, hier die zwei Stäbe. Es könnte sehr gut sein, dass du schon länger mit einer Entscheidung ringst und auch sehr oft hin und her überlegt hast, vielleicht auch in Kommunikation mit einer anderen Person, die dir sehr wichtig ist, die dir sehr nahe steht, einer anderen Person oder Personen, kann auch eine Gruppe von Personen sein, und dass du hier verschiedene Standpunkte mit dieser Person erörtert hast, aber auch vielleicht einfach in dir selbst. Es könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass du so ein bisschen einen Kampf mit dir selbst geführt hast. Soll ich oder soll ich nicht? Oder eben, dass du jemanden von deinen Plänen erzählt hast und diese Person hat gesagt, nein, das kannst du doch nicht machen. Ist erstmal nicht so angenehm, ne? Einen anderen Standpunkt dann dazu zu hören, hat aber doch bei dir einiges ausgelöst, sodass du die Sache ein bisschen intensiver durchdacht hast, ne? Und vielleicht auch dadurch gerade gespürt hast, was du wirklich möchtest. Also auch wenn dieser andere Mensch einen anderen Standpunkt als du eingenommen hast, ist die Dynamik zwischen euch sehr positiv, ne? Und gewinnbringend für euch beide, ne? Also hier fand irgendwie ein Hin- und Herüberlegen statt. Ah ja, das kann natürlich hier dieser Ritter der Stäbe sein. Kann auch sein, dass du selber zum Ritter der Stäbe wirst, auch wenn du kein Feuerzeichen bist, lieber Wassermann. Hier zeigt sich eine Feuerperson. Schütze, Widder, Löwe, eine Person, über die du dir in dieser Woche sehr viele Gedanken machen wirst. Oder du machst dir darüber Gedanken, wie du selber mehr zum Ritter der Stäbe werden kannst. Und beide Möglichkeiten können auch parallel bestehen. Der Ritter der Stäbe ist eine sehr dynamische Person, eine Person, die sich etwas in den Kopf gesetzt hat und dieses dann auch umsetzt. Eine sehr leidenschaftliche Person, sehr direkt in der Kommunikation, sehr willensstark. Eine feurige, temperamentvolle Person, die einfach auch etwas bewirken möchte, etwas bewegen möchte, die Tatkraft ausleben möchte. In der Liebe natürlich sehr, sehr leidenschaftlich. Romantisch, direkt und feurig einfach, ne? Temperamentvoll. Der Ritter ist auch eine Person, die auch eine gewisse Reife besitzt, eine Person, die bereits schon einiges im Leben erreicht hat. Vielleicht, also in beruflicher Hinsicht, steht der Ritter der Stäbe auch manchmal für eine Führungsperson, für einen Chef, für eine Vorgesetzte. Entweder, dass du selber zur Vorgesetzten wirst oder zum Chef. Oder eben viel mit deinem Chef
zu tun hast oder deiner Vorgesetzten. Ja, das kann hier wirklich sehr gut die Person sein, mit der du hier viel also so hin und her überlegt hast. Und noch scheint diese Person etwas unentschlossen zu sein. Du allerdings nicht. Naja, vielleicht am Anfang der Woche schon noch etwas, aber die richtige Erkenntnis kommt, die richtige Einsicht kommt und ihr seid euch dann auch beide komplett einig, ne? Wenn hier, vielleicht fehlt euch noch eine Information, vielleicht fehlt euch beiden noch eine gewisse Erkenntnis. Aber die richtige Erkenntnis wird kommen und etwas erhält sich und das wird auch euer Verhältnis dauerhaft deutlich verbessern, ne? Das schenkt auch, also das, dadurch entsteht Vertrauen auch. Ja, wow, interessant, ne? Hier neue Perspektiven, neue Möglichkeiten warten auf dich, werden dadurch sich dir zeigen, neue Perspektiven. In Bezug auf die Erdenergie, ne? Das kann halt ein neues berufliches Angebot sein, was bald kommen wird. Oder du siehst für dich eine neue berufliche Perspektive. Es könnte aber auch im Privatleben eine neue Stabilität in deinem Leben bedeuten, ne? Einen neuen Anker, einen neuen festen Untergrund, auf dem man sich etwas aufbauen kann. Und im Privaten kann das auch sehr gut eine neue Partnerschaft in deinem Leben bedeuten. Oder dass sich diese Partnerschaft, in der du dich befindest, auf einen neuen, sicheren Terrain entwickeln wird, ne? Also sehr positiv hier, positive Aussichten. Wir schauen mal weiter, was passiert in deinem Unterbewusstsein. Da zeigt sich eine Prinzessin der Kelche. Und auch dies kann auf dich verweisen oder eine andere Person in deiner Umgebung. Wenn das hier die gleiche Person sein sollte, sind wir besonders bei Skorpion oder Löwe. Hier hast du es mit einer Wasserperson zu tun. Skorpion nannte ich ja schon, Krebs oder Fische. Aber natürlich kann diese Karte auch deine Wasserseiten widerspiegeln. Diese Karte wirkt in dein Unterbewusstsein. Also mit dieser Person, wenn das eine andere Person ist, fühlst du dich sehr, sehr verbunden. Man kann hier sogar von einer Seelenverbundenheit reden. Und vielleicht spielt diese Person aktuell in deinem ganzen Leben, also im alltäglichen Leben, in dieser Entwicklung, die hier beschrieben wird, gar nicht so eine präsente Rolle. Aber das braucht diese Person nicht, um dir nahe zu sein, ne? So verbunden seid ihr miteinander. Und ja, dann wirkt diese Person natürlich hintergründig auf dein Leben. Natürlich könnte es eben auch sein, dass hier diese Wasserseiten in dir gemeint sind. Und dann ist das ein Hinweis, dass hier eine gefühlsbetonte Seite von dir sich zeigen möchte, dauerhaft gesehen, ne? Und heranreifen möchte und mehr in den Vordergrund geraten möchte. Aber aktuell womöglich auch ein bisschen blockiert noch ist. Ja, die Prinzessin der Kelche ist eine emotionale Person, eine verträumte Person, die auch musisch kreativ sein kann. Eine eher unerfahrene Person ja, und daher kann das sehr gut sein, dass die Prinzessin der Kelche ihre Gefühle auch auf manchmal etwas naive Art und Weise direkt zeigt. Aber eine offenherzige Person ist das, ne? Eine Person, die ihre Emotionen halt direkt zeigt, ne, und ihnen den Emotionen auch nachgeht. Eine empathische, empfindsame und feinfühlige Person. Romantisch ist diese Person auch, ne? Das ist hier wirklich sehr, sehr interessant. Wow. Wow, wie schön ist das denn? Es geht hier definitiv um die Liebe. Um die Liebe in dein Leben, um die Liebe zu festigen in dein Leben. Und es geht hier auch um eine Wunscherfüllung von dir. Ein Traum, der wahr werden wird. Das kann hier natürlich sehr gut eine Liebesverbindung sein, ne? Und
Ja, ich glaube, die Auseinandersetzung mit dieser Person, die Vertiefung eurer Verbindung, der Liebe zwischen euch, der Harmonie zwischen euch, wird schon dazu führen, tendenziell, dass sich für dich ein Traum erfüllt. Ne? Also, und auch eine gewisse Reinigung alter, vergangener Situation sich einstellt und du dadurch auch neue Hoffnung schöpfst, neue Perspektiven. Wenn die Prinzessin der Kelche eine Facette von dir widerspiegelt und beide Möglichkeiten können parallel auftreten, dann geht es hier darum, dass in dem Moment, wo du deine gefühlvolle Seite zeigst, deinen Emotionen nachgehst und deine Emotionen Vertrauen schenkst, dass du so auch mehr Liebe zu dir selbst entwickelst, mehr Selbstachtung und Akzeptanz. Und dass sich dadurch ein Traum für dich in Erfüllung geht und dadurch auch einiges heilen wird. Also das ist eine wunderschöne Entwicklung. Ich habe hier gesagt, die Prinzessin der Kelche ist musisch kreativ. Vielleicht geht es für dich auch um ein kreatives Projekt. Und dem ernsthaft nachzugehen, hat genau diesen Effekt auf dich, ne? Und ja, das ist hier sehr, sehr schön. Die Emotionen sind hier anscheinend wirklich ein wichtiger Schlüssel in dieser Woche für dich, und im Laufe der Woche wirst du das immer stärker merken, vielleicht auch erst die Woche danach, aber erahnen, sagen wir eher erahnen, weil diese Energie wirkt noch hintergründig. Aber das ist etwas, was sich schon längst in dir entwickelt, ne? Das hier ist dagegen eher so das weltliche Treiben dahinter, ne? Und das ist das, was im Hintergrund passiert. Und vorher, bevor du hier diese Entwicklung in den Vordergrund bringen kannst, scheinst du noch eine gewisse Challenge absolvieren zu müssen. Und hier zeigen sich die drei der Schwerter. Und da kommen schon Einsichten und Erkenntnisse auf dich zu. Ja, vielleicht Erkenntnisse, Einsichten, die mit der Vergangenheit in Verbindung stehen. Erkenntnisse, die so aus dem Inneren aufsteigen, ne? Und vielleicht doch mit einem alten, eher negativen Gefühlen verbunden, verknüpft sind, und ein Erlebnis aus der Vergangenheit könnte nochmal an die Oberfläche drängen. Das Positive an den drei Schwertern ist, dass es auch oft zur Heilung und Auflösung dieses Problems, dieses Knotens führt. Deswegen kann ich dir empfehlen, dies zuzulassen, dich dieser Erkenntnis zu stellen. Ja, und hier damit eine Heilung zu bewirken. Hier können auch wichtige Einsichten über das Hier und Jetzt mit dran verbunden sein, ne? Und wenn diese Heilung eintritt, macht sich auch, ja, wird dein Blick auch klarer, ne? So gesehen kann das eine sehr konstruktive Karte sein hier. Eine Wahrheit kommt hier womöglich noch ans Licht, eine wichtige Information. Es hat ja hier auch, also hier habe ich ja auch davon gesprochen, dass noch eine Information fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn dir das klar wird, lieber Wassermann, du dann auch gar nicht mehr anders kannst, als eine gewisse Veränderung in deinem Leben einzuleiten. Vielleicht ist dir noch gar nicht so ganz bewusst, dass du unter etwas Konkreten in deinem Leben leidest, ne? Vielleicht ist dir nicht ganz bewusst, um was es so konkret geht. Vielleicht spürst du, dass du energetisch nicht ganz bei der Sache bist oder so, ne? Dass du dich nicht ganz ausdrücken kannst. Oder es könnte jetzt um vieles gehen, etwas, was so dein Potenzial zurückhält. Und du kannst aber nicht richtig mit dem Finger drauf zeigen, was es sein könnte. Wenn du dich gerade so fühlst, dann könnte die entscheidende Erkenntnis mit dieser Energie hier gemeint sein, ne? Dass hier doch eine wichtige Information dir fehlt, und die erhältst du dann, und du kannst gar nicht dann mehr anders, als zu sagen, okay, dann
Muss sich das jetzt rapide ändern? Aber womöglich, ne, das hört sich jetzt etwas dramatisch an, womöglich, es könnte halt auch um etwas viel Banaleres gehen, ne? Vielleicht, ihr arbeitet ja hier zusammen an etwas, vielleicht ist es hier eine Projektplanung und es gibt hier vielleicht einen Aspekt an der Projektplanung, den ihr noch nicht gesehen habt. Und das fällt dir dann auf. Ah ja, das müssen wir auch noch berücksichtigen. Und dann so, ach so, ja, okay. Und plötzlich steht der Plan. Sowas kann es eben auch sein, ne? Das wäre ja so ein bisschen etwas Harmloseres. Also, wie sich diese Energien so ausschwenken, wird in eurem Leben ganz individuell sein, ne? Ich kann dir aber definitiv sagen, dass du hier eine tolle Gelegenheit hast, etwas zu bereinigen, ne? Und dass es dich zu deinen Träumen und Wünschen führt. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr gute Chance. Hier eine Prinzessin der Stäbe. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky, nämlich diese Karte könnte sich sowohl auf diese Person als auch auf diese Person beziehen. Auch das ist sehr individuell jetzt, ne? Eine Person von euch könnte eine Feuerperson sein, die andere eine Wasserperson. Es könnten auch drei unterschiedliche Personen sein. Alle drei Karten könnten auch auf dich verweisen. Also ich hoffe, dass du das an deine persönliche Lebenssituation anpassen kannst. Hier zeigt sich eben die Prinzessin der Stäbe. Und die Prinzessin der Stäbe ist ein Feuertemperament, ne? Wie auch der Ritter der Stäbe. Schütze, Widder, Löwe. Eine sehr temperamentvolle, feurige Person, die dynamisch ist, tatkräftig, aber im Gegensatz zum Ritter etwas unerfahren. Ne? Eine Person, die sich nicht unbedingt über die Konsequenzen ihres Tuns Gedanken macht und die einfach Vergnügen und Spaß sucht. Leichtigkeit, Freude, Lebendigkeit. Ne? Eine Person, die dafür auch ein gewisses Risiko in Kauf nimmt. Eine Person, die ansteckend und motivierend wirkt. Ne? Also die auf ihre Umwelt sehr viel Faszination ausübt. Eine Person, mit der man sehr viel Spaß haben kann. Ne? In manchen Legungen deutet die Prinzessin der Stäbe auch auf einen Menschen, mit dem man eine Affäre hat. Ne? Aber das muss natürlich nicht sein. Das ist, könnte. Ne? Könnte auch sehr gut sein, dass du selber die Prinzessin der Stäbe bist. Die Prinzessin der Stäbe ist auf jeden Fall eine Person, die das Leben genießt, ne? Auf jeden Fall. Und sehr agil, sehr lebendig ist. Ah ja, und diese Person, huch, diese Karte ist mit rausgefallen. Na gut, dann ist das auch das Richtige. Diese Person hat Pläne oder wird diese Woche Pläne entwerfen und somit einen neuen Weg in ihrem Leben einleiten. Es geht hier wirklich darum, einen größeren Plan zu verfolgen, zu verwirklichen und damit persönlich im persönlichen Wachstum sehr weit voranzukommen, einen großen Schritt nach vorne zu machen, eine intensive Bewegung nach vorne, die dich und auch diese Person wirklich in eine neue Richtung bringen kann. Also das ist hier wirklich ganz, ganz spannend. Wenn die Prinzessin der Stäbe einer anderen Person in deinem Leben ist, dann motiviert dich diese Person, ne? Und diese Person ist ein wertvoller Antrieb für dich. Ein Mensch, ja, der dir Motivation schenkt, für den du auch hier mit dich anstrengst in dein Leben, ne? Wenn die Prinzessin der Stäbe für keine Person in deinem Leben steht, sondern für dich, dann möchtest du gerne mehr wie diese Feuerperson sein. Das meinte ich ja hier schon. Könnte beides dann hier auf das Gleiche hindeuten. Dann fragst du dich, wie du mehr Energie bekommst, wie du dynamischer wirst, durchsetzungsstärker, unempfindlicher, robuster und eben einfach, wie es dir gelingt, leichter deine Ziele umzusetzen und zur Tat zu schreiten. Und du hast hier dann sehr, sehr hohe Pläne, sehr große Pläne, die dich tendenziell auch wirklich weit nach vorne bringen. Diese Pläne sind auf jeden Fall gut überlegt, ne? Du hast dir viele, viele Gedanken
gemacht über diese Pläne, vielleicht auch mit dieser Person zusammen. Ja, in deiner Umgebung, in deiner sozialen Umgebung wirst du so ein bisschen Missmut verbreiten, muss ich dir leider sagen. Vielleicht bist du hier wirklich beruflich sehr stark eingespannt. Vielleicht fordern dich diese ganzen Veränderungen auch auf besondere Art und Weise heraus, ne? Du konfrontierst dich ja auch sogar mit Themen aus der Vergangenheit. Also du hast hier schon, also du für dich selbst bleibst hier sehr, sehr gelassen, aber irgendwie hast du doch viel zu tun, auch wenn du das vielleicht gar nicht so wahrnimmst, ne? Aber ich befürchte, lieber Wassermann, du neigst so ein bisschen dazu, deine Unzufriedenheit sehr stark auszudrücken und deinen Mitmenschen mitzuteilen. Ja, ich kenne das bei Wassermännern zum Beispiel oft, dass sie, wenn sie unzufrieden sind, auch in einer Tour sich beschweren können. Ich meine, sich beschweren können ist ein typisch deutsches Phänomen, aber bei Wassermännern kann das eine ganz spezielle Note haben und man merkt es dann halt oft selber gar nicht, dass man hier ein sehr unzufriedenes Bild vermittelt, dabei ist man gar nicht so unzufrieden. Ne? Es ist auch so vielleicht so ein Redebedürfnis. Spiegelt einfach nur wider, wie viel im Kopf eigentlich alles passiert. Ne? Und bei dir wird viel im Kopf passieren. Ne? Also bist hier schon viel am Verarbeiten und nach außen hin könnte es wirklich dann gut sein, dass du deine Unzufriedenheit sehr stark an deiner Umwelt auslebst. Also ja, und das könnte dann halt zu Unzufriedenheiten führen und zu Konflikten. Und das sollte man ja vielleicht also vermeiden. Ne? Also ich sehe aber gleichwohl hier mit der Kaiserin, dass du hier auch auf viel, viel Verständnis stößt dabei von deiner Umgebung. Ne? Du veränderst halt viel und manche gucken vielleicht auf diese Veränderung etwas skeptisch. Ne? Und trauen dir das vielleicht nicht ganz zu. Vielleicht hast du dir auch wirklich viel vorgenommen. Oder veränderst einfach sehr plötzlich sehr viel, was natürlich auch so den Eindruck machen kann, dass es nicht überlegt ist, nicht gut durchdacht ist, wenn das so plötzlich ist. Ja, aber es ist durchdacht, ne? Es ist durchdacht, es wirkt ein bisschen sprunghaft, ne? Und vielleicht solltest du da, wenn du hier auf Skepsis stößt, ein bisschen verständnisvoll mit deiner Umgebung umgehen, ne? Dass die halt nicht die gleiche Schnelligkeit haben wie du. Und vor allem kannst du dir hier selbst vertrauen, denn deine Pläne haben Hand und Fuß, ne? Also es ist schon durchdacht. Das merkt man dir nur nicht an, ne? Und vielleicht ist es hilfreich für dich, das in Betracht zu ziehen, ne? Das einzubeziehen, also das zu berücksichtigen, dass das vielleicht nur daher herrührt, weil deine Umgebung da nicht mitkommt mit deinem Tempo. Also du unterschätzt die Widerstände, die dir begegnen aufgrund der Veränderung überhaupt nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass du etwas, also dass du zum Beispiel etwas an deiner Lebensführung änderst, ne? Und du fragst dich dann selbst, also ob du irgendwann in einen Konflikt oder du erwartest es eigentlich fest, dass du dann schon in ein früher oder später in einen Konflikt gerätst, wo dann halt verschiedene Wünsche, ne, sehr, sehr stark sind, sehr, sehr verschiedene Ziele. Ne? Du änderst zum Beispiel, ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass du mit einer Angewohnheit, die du immer hattest, sagst, du möchtest dieser Gewohnheit nicht mehr nachgehen. Und eine Gewohnheit zu ändern ist halt schon etwas schwierig, ne?
Und du rechnest einfach schon damit, dass du irgendwann in eine Situation kommst, wo dir das nicht leicht fallen wird, diese Ziele aufrechtzuerhalten, ne? Hier am Ball zu bleiben, hier mit der gleichen Konsequenz voranzuschreiten. Du unterschätzt die Widerstände einfach nicht, ne? Du hast so ein bisschen, du rechnest so ein bisschen damit, dass du in einen Konflikt geraten könntest. In ein Dilemma, in eine Zwickmühle, in der es dir schwerfallen wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber es ist ja sehr umsichtig von dir, ne? Damit zu rechnen, dass bei so einer Veränderung, ja, also du unterschätzt die Widerstände nicht und das ist recht, das kann sehr positiv sein. Ja, letztendlich diese Konflikte, die ich hier angesprochen habe, werden, das wird nicht von Dauer sein, das wird sich sehr schnell harmonisieren. Du bekommst hier sehr schnell, lieber Wassermann, die Bestätigung dessen, dass du hier auf dem richtigen Weg bist und wirst dich sehr erfüllt und vollständig fühlen. Ja, etwas kommt, etwas fühlt sich an, wird sich dann, nachdem du hier diesen Knoten gelöst hast, wie eine runde Sache anfühlen. Und dir das Gefühl geben, dass du alles richtig gemacht hast, dass du alles richtig tust. Und in dieser Energie werden sich deine sozialen Kontakte auch wieder harmonisieren und vieles um dich herum stabilisiert sich, ne? Also es sind hier wirklich sehr aussichtsreiche Karten. Und mit dem Universum, ne, schließt auch eine Phase ab. Das kündigt natürlich den Ball, diese baldige, schnelle Bewegung an, ne, die dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf dich zukommen wird. Es geht in dieser Woche viel für dich darum, die Ruhe zu bewahren, ne? Und trotz der großen Veränderung in deinem Leben Gelassenheit walten zu lassen, ne? Gelassenheit zu finden, Balance zu finden. Und ich denke, damit bist du ganz gut gerüstet für alles, was da kommt. Und du hast hier die gute Chancen, viel Erfolg zu generieren. Was haben wir hier bei der Mondenergie? Nimm dir Zeit zum Ausatmen, ne? Du brauchst hier viel Energie für diese Erkenntnisse. Du brauchst viel Energie für die Befreiung, für das Loslassen. Ja, es ist wirklich wichtig, gelassen zu bleiben, ne? Und dieser Entwicklung, diesem natürlichen Wachstumsprozess, in dem der schon längst im Gange ist, zu vertrauen, Vertrauen zu lernen. Ja, lieber Wassermann, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, eine angenehme Woche mit entspannten Momenten und vielen schönen Ereignissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.